Liebe Bürgerinnen und Bürger, Weihnachten kommt, wenn alle Hast endet, die Tage ihr Licht verlieren, aus dem Dunkel der Stern leuchtet. Wir stehen am Ende des Advents, in 2 Tagen feiern wir das Fest der Geburt Jesu, das Fest der Liebe und der Familie. Auch in diesem Jahr ist immer noch alles anders als sonst. Auf ungewohnte Weise müssen wir uns ständig auf Neues einstellen, auf Liebgewonnenes verzichten, einen neuen Blick auf alles werfen, vieles neu denken und trotzdem Altbewährtes nicht aus den Augen verlieren. Es herrscht angesichts der nun schon im 2. Jahr andauernden Corona-Pandemie, der einhergehenden Entwicklungen und Entscheidungen sowie der notwendigen Distanz große Verunsicherung bei uns allen. Gerade in dieser turbulenten Zeit und in der Weihnacht 2021 sind es nicht die grellen Lichter, die uns weiterbringen. Nein, es sind jene Sterne, die uns mit einem viel wärmeren Licht den Weg erhellen können. Es sind die großen und die kleinen Sterne der frohen Erwartung, der mutmachende Stern der Zuversicht und der strahlende Stern der Hoffnung, die von Jahr zu Jahr sich vermehrenden Sterne der Erinnerung, aus denen das Licht der Dankbarkeit leuchtet. Gemeint sind auch die Sterne, deren Glanz aus Kinderaugen funkelt, oder ganz einfach Menschen, die für andere zum Stern werden können, durch ihr Vorbild, ihre Hilfsbereitschaft, durch Zuneigung und Liebe, wie es die Lyrikerin Elli Michler so treffend formuliert hat. Warum erzähle ich Ihnen das? In meiner Hand halte ich diesen Holzstern und hänge ihn an diesen geschmückten Weihnachtsbaum im Rathaus. Nachdem auch in diesem Jahr kaum Begegnungen möglich sind, haben wir einen solchen Stern vor wenigen Tagen an unsere älteren Mitbürgerinnen und Mitbürger versandt, um ihnen eine Freude zu bereiten, ihnen Hoffnung zu schenken und ihnen auch mitzugeben, dass sie nicht vergessen sind. Diese Sterne wurden von Menschen mit Handicap in der Lebenshilfe Hammelburg angefertigt. Es war für mich sehr bewegend und beeindruckend, welches Engagement und welche Leidenschaft sie in die Herstellung investiert haben und noch mehr, mit welch großem Strahlen in ihren Augen sie mir diese Sterne persönlich übergeben haben. Dabei wird man sehr demütig. Menschen mit Handicap freuen sich, dass sie uns beschenken können, mit diesen Sternen und auch mit diesem wunderschönen Baum, der dieses Jahr wieder an unserem Viehmarkt strahlt. Dies soll uns einmal mehr Ermutigung sein, dass wir uns einlassen auf die kostbaren Momente, die das Leben schöner machen, auf unsere Familien und Freunde, auf Menschen, denen es nicht so gut geht, auf das Kind in der Krippe, auf das, worauf es im Leben wirklich ankommt. Unter dem Stern der Hoffnung wird uns ein großes Wunder geschenkt. Ich danke allen, die sich in unserer Stadt und unseren Ortsteilen für andere und für gemeinschaftliches Leben einsetzen, anderen Stütze und Hilfe sind, für sie zu einem strahlenden Stern des Glücks werden. Stellvertretend für alle nenne ich die in der Pflege Tätigen, die Rettungsdienste und unsere Feuerwehren und diejenigen, die sich von uns aufgemacht haben, um den von der Hochwasserkatastrophe betroffenen Menschen im Ahrtal und anderen Teilen unseres Landes zu helfen. So wünsche ich uns allen ein frohes, gesegnetes Weihnachtsfest, an dem wir füreinander Sterne leuchten lassen und für das Jahr 2022 alles erdenklich Gute, Glück und Gesundheit sowie ganz viel Optimismus. Denken Sie immer daran, wie es ein armenisches Sprichwort ausdrückt: Wer den Kopf nicht hebt, kann die Sterne nicht sehen.